Ja, hallo und willkommen zu meinem letzten Video in diesem Jahr. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, diese Fahrt von Berlin nach Hamburg hier zu beenden. Ja, werde einfach nochmal hier so ein bisschen über das Jahr reden, Ausblick und so. Ich hatte ja in dem vorherigen Video ein paar andere Themen versprochen. Die kommen auch noch in anderen Videos, dann keine Sorge. Also da wird definitiv auch noch drüber gesprochen. Ja, ich wollte es einfach das nochmal ein bisschen ruhiger ausklingen lassen, das Jahr. Und so allgemein so ein bisschen reden und verschiedene Sachen erzählen. Ja, einfach so, freie Schnauze quasi. Gut, dann fahren wir mal weiter hier. Mit irgendwann mal ankommen in Hamburg. Ja. Ja, was gibt es so zu erzählen? Wie war das Jahr 2022? Was war gut, was war schlecht? Ja, was habe ich eventuell im nächsten Jahr vor, hobbymäßig auf dem Kanal hier und so. Und ja, das will ich ja alles so ein bisschen drehen. Also erstmal, ja, eine kleine Neuerung. Dieses Video ist jetzt in der Auflösung 2,7K aufgenommen worden. Weil ich habe seit einer Weile einen neuen Monitor von ViewSonic. Ja, ganz gute Teil. So, ich blende mal den Führerstand aus, weil das passt ja nun auch nicht wirklich zu dieser großen Auflösung jetzt hier, diesen wunderschönen Führerstand da hier mit seinen 640x480 Pixeln und dann auch noch so schön detailreich fotografiert, ja. Ja, wie gesagt, neuer Monitor von ViewSonic, wieder curved, 27 Zoll, 2,7K Auflösung, bin jetzt zufrieden damit. Man, also ich hatte ja eigentlich vorher auch schon jetzt einen Monitor von Philips, ja, der, war auch noch ganz okay, aber ich wollte da doch mal was Neues haben. Erstens deshalb, weil der neue Monitor ist höhenverstellbar, das ist der alte nicht. Das ist dann doch irgendwie komfortabler für das Sitzen hier. Also, dass man auch nicht so den Nacken irgendwie so nach unten beugen muss und alles. Ja. Ich hatte mir vorher ein bisschen geholfen, indem ich alte VHS-Videokassetten unter den Monitor erstellt hatte. Ja, das sah natürlich ein bisschen komisch aus. Ja. Das brauche ich jetzt nicht mehr, weil hier kannst du einen runterstellen im gewissen Grad. Und ja. Also insgesamt ganz netter Teil. Das so viel dazu. Wie gesagt, ein bisschen detaillierter wird das Spiel wahrscheinlich auch sein. Wo der ja das Ofe brezelt auch. Ja. Ja, werde ich auch künftig halt natürlich diese Auflösung in der Reihe verwenden. Bei Open Rails und so anderen Sachen beim Streaming wahrscheinlich weg, wir bei Full HD bleiben. Ja. Ich hatte es ja schon mal erzählt, Streaming, also Streaming ist zurzeit nicht so gut möglich. Ich werde es mal wieder probieren, aber ja, die Sache ist einfach die, dass halt die Internetverbindung immer wieder mal ein bisschen instabil ist. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass es sich in den nächsten Monaten erledigen wird, weil ich ja dann Glasfaser bekommen soll. Also, boah, dann dürfte ja alle toll sein, hoffe ich mal. Ja. So, was habt ihr denn zu erzählen zu 2022? Ein paar Mal hat ich ja schon was erzählt und streamst du so. Also, ja, insgesamt war das Jahr ganz okay. Ihr habt natürlich wie immer Höhen und Tiefen in allen Bereichen. Aber so Pläne spielt, was nächstes Jahr alles so sein könnte. Ich meine, was jetzt so, reden wir mal erstmal über das Hobby, echte Bahn und so. Also, ja, es war ganz okay. Ich habe ja nun auch dieses Jahr nochmal ein bisschen Cola-Dose vernommen bei der S-Bahn Berlin, also Baureihe 84. Und, ja, ich meine, ist halt der Lauf der Dinge, dass die jetzt verschwinden wird, sehr wahrscheinlich im März. Ja, ich meine, ich habe ja nun mehr als genug Aufnahmen. Ich habe das relativ umfangreich dokumentiert. Lückenlos würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ich muss jetzt nicht unbedingt auf jedem Bahnhof, von jedem Bahnhof irgendeine Aufnahme haben, aber ich habe ja sowieso eine ganze Menge Aufnahmen, die du eh nicht mehr wiederholen kannst davon. Ja, S3 und S45 und so eine Sachen. Ja. Sonst halt, wie gesagt, habe ich ja schon mal erzählt, ich halte davon, hab davon nichts erhalten, ich werde weiter nichts davon erhalten. Diese Billigtickets, 9-Euro-Ticket, war ja, wie ich finde, ein ziemlicher Rennfall dieses Jahr. Ich hatte zwar auch, klar, weil es sich halt gelohnt hat an sich, aber, also für ein paar Fahrten, aber wirklich toll war es nicht. Nächstes Jahr soll der Schwachsinn wiederkommen.
Also ich meine, selbst wenn es 940 Euro kostet, werden die Leute wahrscheinlich trotzdem nicht alle kaufen wie die Verrückten. Ich meine, das wurde ja auch medial als Erfolg dargestellt. Ja, so ein Schwachsinn. Ich meine, die Verkaufszeit, ich meine, die waren ja nun auch... Ja, ist ja logisch. Ich meine, wenn die ganzen Abos umgestellt werden, automatisch auf das 9-Euro-Ticket, ist das natürlich erstmal wieder auch schon schön für die frisierten Statistiken. Ja, dann, wie gesagt, ist natürlich klar, wenn sie es quasi fast verschenken, kaufen die Leute den Quatsch. Also, was ist da denn jetzt ein Erfolg? Erfolg wäre, wenn man jetzt wirklich auch irgendwas richtig jutet im Angebot hat und das zum angemessenen Preis verkauft. Das war ja hier nicht der Fall, ja. Ich meine, das hat sich ja auch gezeigt, dass das ganze Bahnsystem in Deutschland einfach an seine Grenzen gekommen ist und so. Ja, ich denke mal, ich habe ja noch eine Bahnkarte, die geht ja noch bis Mai. Ich werde dann in der Zeit noch ein paar Fahrten machen, auch Fernverkehr und so hat alles. Um das Ding nochmal ein bisschen auszunutzen, habe ich letztes Jahr nicht so viel geschafft. Aber halt eine dazwischen gekommen ist, wie zum Beispiel auch das mit dem 9-Euro-Ticket und so. Ja, wenn das dann aber ab April oder Mai gelten soll, der Quatsch, dann wäre ich wahrscheinlich sowieso mich wieder ein bisschen zurückziehen. Heißt nicht, dass ich in der Zeit nichts machen werde, aber das ist einfach, wie gesagt, es hat sich einfach gezeigt, es funktioniert nicht, es wird auch nächstes Jahr nicht richtig funktionieren, jedenfalls nicht in einer vernünftigen Art und Weise, also diesmal werde ich mich nicht auf diesen Quatsch einlassen, ja, diesmal werde ich das Experiment nicht wagen. Ja. Dafür möchte ich auch gerne mal wieder ein paar internationale Reisen unternehmen. Ich hatte ja schon überlegt, was man so alles machen könnte. Ja. Paris, Metro Paris würde mich mal interessieren. Hatte ich gerne auch die Videos vom Metrocheck gesehen. Also ich meine, mir ist das System natürlich bekannt. Aber so war halt nochmal jetzt nett zu sehen. Also auch in vernünftiger Form. Ja. London hatte ich ja mal überlegt. Ich habe jetzt allerdings festgestellt, man braucht einen Reisepass dafür, weil ja nun Großbritannien aus der EU ausgetreten ist. Vor 10 Jahren konnte ich ja noch mit einem Personalausweis reisen. Ja, mal gucken, ob ich das nun mache. Wie gesagt, Skandinavien würde mich auch interessieren. Da Helsinki zum Beispiel und Göteborg in Schweden, die Straßenbahn, solange diese alten Straßenbahnen da noch fahren. Was noch? Baltikum. Straßenbahn finde ich auch ganz interessant. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, Ideen habe ich eine ganze Menge. Ob sich das doch zeitlich und alles so ergibt, wird sich ja dann zeigen nächstes Jahr. Ja, und ich probiere jetzt mal was aus hier. Es gibt nämlich auch die Pause-Funktion bei der Aufnahme. Bin nämlich gleich wieder da hier. Einen Moment. Und jetzt wirst du das... Moment, Pause... So, mit ausgelauft geht jetzt weiter. Joa. Ja. Ich hatte jetzt eine Weile pausiert mit Aufnahmen hier, weil verschiedene Sachen kamen dazwischen. Zum Beispiel auch, war wieder die typische Erkältung. Was ist jetzt passiert? Warte mal. Zugbremse. Warum ist jetzt hier eine Zwangse gekommen? Druckkopf für Notbremse, was soll denn der Quatsch jetzt hier? Ich weiß jetzt nicht, warum es nicht weitergeht. Das alles war jetzt nicht so geplant. Warum gibt es jetzt einen Druckkopf für die Notbremse? Moment. Ich weiß jetzt nicht, was die Scheiße soll.
Ist hier irgendwas zu sehen hinsichtlich dieser komischen Notbremse? Rückwärtstaste. Ja. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen sehr bescheuert hier. Oh mein Gott, was soll der Scheiß denn? Warum gibt es noch eine zusätzliche Notbremstaste für dieses Spiel? Mann, ist das bescheuert. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Echt jetzt mal. Meine. Irgendein Bedienelement hier lösen oder was? Ich weiß jetzt auch nicht, was die Rücktaste sein soll. Ich meine, entfernen vielleicht. Okay. Ich bin auch noch nicht so weit gefahren. Also werde ich jetzt nochmal die Fahrt von dem Speicherpunkt hier aus fortsetzen. Ich lasse das jetzt hier drinne. Ja, können sich ja wie ein paar Leute drüber amüsieren. So, fortsetzen, abspielen, fortsetzen. Ja, weil meine scheiß Kopfhörer hier auf der Tastatur gelandet sind, da müssen sie irgendwie an diese Taste gekommen sein. Mann, ist das dumm, ey. Ja. Danke Open Rails für irgendwelche nutzlosen Tastenkombinationen, die kein Arsch braucht. Was soll's? Vielleicht lässt sich das ja irgendwie reproduzieren. Und ja, stimmt. Wenn ich jetzt also auf diese Rücktaste hier drücke, dann kommt die Notbremse. Stimmt. Moment mal. Jetzt stand hier aber. Moment mal, das haben wir gleich. So. Control und drücke. Ja, ich drücke schon Control. Und eigentlich sollte sich das jetzt sehr lösen. Tut das aber nicht. Okay, alles ganz toll. Also nochmal fortsetzen. So. Ja, jetzt, warum kommen jetzt die Spielstände hier nicht? Oh Mann. Fortsetzen. Fortsetzen. Aus irgendwelchen Gründen ist Open Rails jetzt streikt jetzt hier. So. Warum steht jetzt hier was von Multiplayer? Achso. Falsche Taste. So. Gut, jetzt müsstet ihr hoffentlich auch hier funktionieren. So. Bloß nicht an die Entferntaste kommen. Merken wir uns jetzt mal. Ja.
Ewig doch jetzt mal ein bisschen Jass hier. Es wird scheiße, ja, ob das die Geschwindigkeit überschreitet, weil irgendwann will ich auch mal ankommen hier. Jetzt habe ich halt diese unfreiwillige Zusatzzeit hier. Ja. So, also weg mit dem hässlichen Führerstand. So. Mann, Mann, Mann. Gut, wie gesagt, ich hatte gerade über Reisepläne erzählt. Ich muss so sagen, mir jetzt zurzeit auch das Wetter in Deutschland auf den Sack. Ständig trübe, kalt. Gut, heute ist ein bisschen wärmer gewesen. Ja, trotzdem. Schön ist es nicht. Ja. Irgendwann würde ich auch gerne mal einfach so. Muss ja nicht unbedingt was mit Bahn zu tun haben. Einfach so mal generell. Würde ich irgendwann gerne mal die Weihnachts- und Silvesterzeit irgendwo verbringen, wo es doch wärmer ist. Gibt es denn auch einige Länder auf der Erde, ja, wo das möglich wäre? Manche Leute, die fahren dann irgendwie auf die Iberische Halbinsel oder so, Spanien, Portugal. Ja, soll ja nicht schlecht sein da. Manche Leute fahren nur nach Afrika. Fahren ist gut. Fahren kann man da wahrscheinlich eher nicht hin oder fliegen. Ja, jedenfalls sich dorthin begeben, hinreisen. Ja. Ja, wäre auch mal ganz nett. Ja, was gibt's noch so zu erzählen? Also, simulationsmäßig oder spielemäßig, ja, war dieses Jahr ja auch, sagen wir mal, nicht ganz so toll. Okay, die haben ein paar interessante Sachen, aber ja. Ich denke mal, ich werde weiterhin bei den ganzen Oldschool-Simulatoren bleiben. Ja. Ich habe ja nun jetzt Open Rails Sammler, also die Open Rails Sammler, MSCS Add-ons, Pro Train und German Railroads sind ja nun alle quasi in ihrer mehr oder weniger finalen Version. Dass es auch richtig gut aussieht. Ja. Später kommen auch noch ein paar Danksagungen dafür. Boah. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja. Lass ich mir auch nichts anderes erzählen, dass das nun irgendwie veralteter Kram ist oder was. Nö. PTP 2 wurde jetzt auch nochmal aufgehübscht. Werde ich mir auch nochmal ankicken. Ich wollte das sowieso nochmal intensiver ankicken. Für mich ist das bisher noch weitestgehend Neuland. Ja. Also, ich sag mal so, an neuen Sachen, da ist nicht wirklich viel bei, was mich reizt. Und diese ganzen komischen Sachen von Dofte Train Simulator da und Railworks und so Rotz. Ja, die Train the World meine ich. Railworks Train Simulator ist das gleiche. Ja. Ja. Aber keine Sorge, so schnell wird mir der Inhalt schon nicht aussehen. Ich habe ja nur noch ein Lied bekommen. Ja, gewisse Person hat mich ja da auch mehr oder weniger zugeschüttet mit den ganzen Batzen an Repaints und Strecken und so weiter. Also nicht, dass ich das schlecht finden würde. Nee, ganz im Gegenteil, ich finde das ganz gut, aber ja, muss man nur erstmal die Zeit und Muße dazu haben, sich das alles anzugucken. Nicht wahr? Ja. Wie gesagt, die LKW-Simulatoren, die spiele ich jetzt eher für mich privat. Auf dem Steam Deck, habe ja seit einer Weile das Steam Deck. Und ist eine schöne Sache, das Steam Deck. Also ich meine, okay, ich hätte zwar teilweise ein paar Sachen, hätte ich mir besser vorgestellt von dem Teil. Also würde ich es empfehlen, ich sag mal jein. Wenn man weiß, was man will, ist es ganz okay. Aber es gibt halt auch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht ganz so toll finde beim Steam Deck zum Beispiel. Also dass das immer noch nicht gelöst worden ist. Ich hatte mir da ein, zwei Videos angeguckt von Leuten, die das auch relativ früh bekommen hatten. Da hat es ja zum Beispiel Alexi Bexi, dieser eine bekannte deutsche YouTuber bekommen, ja, der hatte da erwähnt, dass man, wenn man halt ständig Verbindungsabbrüche mit dem WLAN hat, dass man dann in den Developer-Modus gehen muss, also Entwickler-Modus, und dann schaltet man halt den Energiesparen aus. Ja, also dass das Problem immer noch nicht gelöst worden ist, das habe ich nämlich auch, das ist schon ein bisschen dumm. Ich meine, das Ding wird zwar ständig mit Updates vollballert, aber das ist anscheinend bisher noch kein Problem gewesen. Also ich bin der Meinung, könnte man auch schon mal quasi dann da anbieten, ja, dass der doch da irgendwie für die Endanwender dann endlich ausgeliefert wird.
Gut, ansonsten ganz netter Teil. Einfach mal ganz entspannt auf dem Bett legen und dann ETS 2 oder ATS spielen. Ja. Wie gesagt, auf YouTube werde ich das sehr wahrscheinlich nicht mehr bringen, diese Spiele, weil dazu guckt er erstmal kaum erinnern, abgesehen davon. Ist, ja, ich meine, warum muss man auch alles auf YouTube präsentieren? Ich spiele einfach für mich privat, so zur Entspannung. Ja. Ja, in Sachen Spielen, also dippt ja nun auch weiterhin, also ich habe ja immer so meine Favoriten, meine Allzeit-Favoriten, die spiele ich auch immer wieder mal, so was wie Dungeon Keeper und Thief, teilweise werde ich es auch bestimmt mal auf YouTube bringen, je nachdem, also ich meine, ein paar Leute gucken sie sich vielleicht an, auch wenn es jetzt nicht unbedingt so interessant für den Kanal ist, ja. Also ich weiß ja, die meisten sind eher wie den ganzen Simulationskram hier, ja. Und, ja, ich werde, wie gesagt, natürlich auch dann, ich bin ja nicht so wie diese ganzen Leute, die dann irgendwie 10.000 Videos hochladen und dann davon irgendwie vielleicht ein Bruchteil geguckt wird. Ja, wenn ich einfach merke, irgendwas kommt aufrufzahlenmäßig nicht so gut an, dann lasse ich es auch in der Regel. Also es gibt ein paar weniger Ausnahmen, aber pff, ja, ich meine, ich sag mal so, ich habe es ja schon mal gesagt, der Kanal ist prinzipiell an sich themenoffen. Es gibt halt bestimmte Schwerpunkte, die ich einhalten werde, aber ja, trotzdem, wie gesagt, gibt halt die Schwerpunkte, die Leute sich angucken wollen, wobei auch ein paar Nicht-Simulations-Videos auch immer gerne sehen, wenn zum Beispiel die Dungeon Keeper-Videos aus dem Jahr 2016 gucken sich die Leute ja gerne an. Auch wenn ich da die Kommentare deaktiviert habe, weil mir da einfach mittlerweile zu viel Backseat-Gaming vorkommt. Lords of the Realms 2. Oder Lords of the Realms 2. Ja. Heißt das ja. Ja, ein Strategiespiel, auch ein Spiel, was ich sehr gerne spiele, auch früher schon gespielt habe, ja. Da bekommen die Videos ja auch ganz gut an, auch wenn sie jetzt schon wirklich ganz schön alt sind. Werde vielleicht auch mal wieder spielen und aufnehmen oder streamen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, hatte ich auch mal vor, ein bisschen so was über Retro-Technik zu machen. Ist ja auch mal ganz nett. Habe ich halt ein paar alte Handys, ein paar alte Kameras und so eine Sachen, alte Computer. Da gibt es ja noch viele Kanäle, die sowas machen. Natürlich auch so einem richtig großen Stil. Also mit dem Weg mich ja nicht vergleichen. Da habt ihr zum Beispiel in den USA einen Kanal, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich für sowas interessiert. LGR oder LGR, Lazy Game Reviews. Ja, aber ich finde, ein ganz sympathisch rüberkommender Typ. Der stellt halt alte PCs und sowas vor. Aus Australien gibt es ja den Cyveri, der macht das ja auch. Der wird meistens, es sind zwar auch ein paar ältere Sachen bei, aber meistens repariert der auch manchmal irgendwie sowas wie MacBooks und sowas, die ja noch nicht so alt sind. Also sagen wir mal Youngtimer-Produkte. Ja, so ganz interessant. Oh. Ansonsten mal sehen, wie gesagt, und nochmal um auf das Thema Eisenbahn zurückzukommen und Bahnverkehr generell. 2023 wird sich ja einiges ändern, beziehungsweise hat es ja schon, der hat ja neuen Fahrplanwechsel, sind ja noch einige Sachen anders gekommen. Ja, also gibt es ja nun neue Einsätze im VWB-Bereich, da fährt ja nun die ODEC auf dem RE1. Dafür wiederum hat es ja nur den RE2 und den RE4 verloren. Also werde ich mir mal ankicken. Ja, halt neue Fahrzeuge einsetzen und alles. Ich muss sagen, einfach generell habe ich sowieso jetzt mehr auch Spaß an Eisenbahn und sowas, alles, was ein bisschen größer ist. Städtischer Nahverkehr, wie gesagt, an sich auch noch ganz gerne, aber es ist für mich der Drops irgendwie lutscht. Ich bin jetzt zum Beispiel auch schon seit, weiß ich nicht wie lange, über einem Jahr, könnten fast anderthalb Jahre sein, bin ich nicht mehr mit der Berliner U-Bahn gefahren. Ich bin 2022, glaube ich, kein einziges Mal mit der Berliner U-Bahn gefahren. Ja. Oh nein, wie kann das nur sein? Aber ist das doch so ein tolles Verkehrsmittel. Ja. Arbeiten ja auch nur tolle Leute da. Ja.
irgendwelche Umschüler, Hauptschüler. Ja, ah, okay. Lassen wir das Thema jetzt mal. Ich meine, wer sich ein Bild machen will, kann sich ja auch mal diese tollen Werbevideos angucken. Also was da für komische Leute auftauchen, ey, Junge, Junge. Ja, ich meine, früher war es ganz gut. Vor 10 Jahren fand ich das alles noch ganz okay, aber dann mit der Zeit ist es eigentlich immer beschissener geworden. Alle dreckig und eklig und so. Ja, merkst du halt, dass viel kaputt gespart worden ist. Dann natürlich auch die tollen neuen Ansagen, nicht wahr? Ja. Was gibt's noch zu erzählen? Computerspiele mal wieder. Also ich hatte ja auch gerade wieder Steam Sale jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Ich meine, ist ja ab und zu mal wieder mal Steam Sale. Also wird ein paar Tage mir vorbei sein, aber dann gibt's ja auch irgendwann wieder zu anderen Anlässen Steam Sale. Ich glaube, chinesisches Neujahr und sowas alles, Ostern alles. Immer wieder gibt's mal halt Steam Sale. Also, wenn man sich zum Beispiel ältere Spiele kaufen will, ich würde es empfehlen, macht das da. Also, wer dann 10 Euro für irgendein altes Spiel ausgibt, was dann sonst im Sale 1 Euro kostet, ja, muss nicht sein. Der hat dann irgendwie so ein bisschen da, ja, den Knall nicht gehört. Ich hatte jetzt da zum Beispiel mal das Spiel Gloomwood gekauft, das ist ja so ein Stealth-Spiel. Geist der Nachfolger von Thief so ein bisschen. Also zumindest von der Ästhetik her, ich muss sagen, das hat mit Thief nicht wirklich was zu tun. Das Spiel habe ich auch wieder mir rückerstatten lassen, refunded. Ja, also muss ich sagen, hat mich nicht überzeugt. Fand ich nicht toll, das Spiel. Ich meine, der Ansatz ist zwar nicht uninteressant, ich hatte ja auch die Demo vor 2 Jahren gespielt, aber ich meine, okay, ist Early Access, aber trotzdem, ja, ich finde das auch unfair, man kann nicht frei speichern. Man ist am Anfang des Levels auch unbewaffnet und sowas alles. Ja, finde ich nicht so toll. Hat nicht meinen Geschmack getroffen. Deswegen habe ich so refunden lassen. Wenn es irgendwann mal besser wird, mehr Inhalt hat und auch fairer wird, bin ich vielleicht wieder dabei, aber so nicht. Ja. Ja, was gibt's sonst noch so erzählen über das Jahr 2022? Ja, natürlich auch mal wieder ein paar, sagen wir mal, menschliche Enttäuschungen. Ich meine, wie es immer mal so ist, kommt immer wieder mal vor. Ja, ich will jetzt hier das nicht nochmal aufwärmen, den alten Kaffee. Ich hatte es ja noch, hat's ja schon mal erzählt im anderen Video. Ja, wie gesagt, ein paar Leute haben sich das einfach auch nochmal verdorben. Und ja, ist halt so. Wenn einem den Leuten ihr Ego wichtiger ist als irgendwas anderes, naja. Ich meine, da müsste man vielleicht doch mal irgendwie eine soziologisch-psychologische Studie darüber machen, warum eigentlich ausgerechnet der Bahnbereich so komisch ist, ja. Also, gibt es auch andere Bereiche, wo die Leute sich assig verhalten, aber da ist es einfach mal besonders ausgeprägt. Meine These wäre ja, ja, in dem Bereich gibt es halt auch viele Leute, die, sagen wir mal, eher geringe Bildungsabschlüsse haben. Oh. Ich will ja nicht sagen, dass es alle Leute mit einem geringeren Bildungsabschluss irgendwie doof sind oder so, aber auch viele trifft das einfach zu, muss man auch mal sagen. Ja. Und, ja. Also, was ich da teilweise auch dafür komische Leute erlebt habe, die sich dann sonst was auf sich einbilden. Ja. Ich wahrscheinlich auch damit zusammen. Weil wir sind ja auch immer so typisch, ja, wenn sie es selber machen, sich irgendwie komisch verhalten, irgendwie da unflätig äußern, ist das natürlich angemessen, aber wenn man dann irgendwie auch vielleicht mal ein bisschen Gegenwind gibt, dann ist man natürlich gleich wieder der Böse, ja. Also ganz generell, jetzt mal unabhängig davon. Ja, egal in welchem Bereich. Mir ist mal so verfallen, irgendwie, ich meine immer wieder, heißt das mal quasi sozusagen, ich bin der Böse und so. Sieht ein bisschen anders. Ich sag mal so, wenn der Maßstab jetzt dafür, dass man als guter, netter Mensch gilt, ja, dass das heißt, dass man immer schön brav alles einsteckt, dass man
den Leuten nach dem Mund redet. Dass man alles schön findet, auch wenn es nicht schön ist. Dass man alles hochlobt, auch wenn es nicht toll ist, ja. Dass man zu allen Missständen die Schnauze hält. Ja. Dass man irgendwelchen Leuten ihr Ego poliert. Weil sich nur einbilden, sieht jetzt irgendwelche Szenegrößen oder was doch immer. Ganz ehrlich, da bin ich gerne der Böse, wenn das dann halt als böse geht, wenn ich das anders sehe. Ja. Weil so einen Schwachsinn lasse ich mir nicht gefallen. Meine früher oder später werden diese Leute sowieso auf die Schnauze fallen mit dieser Einstellung. Ja, zum Beispiel die Thematik Freeware. Ja. Da ist mir mal, ich meine, ich will nochmal eins sagen, es gibt einen Haufen tolle Freeware-Projekte, also es gibt im Simulationsbereich tolle Freeware-Sachen, es gibt tolle Strecken zum Beispiel für MSDS, wie die Röbelandbahn, Wubex, Harzer Schmalspurbahn. Ja, dann gibt es auch zum Beispiel für die LKW-Simulatoren auch tolle Maps, da gibt es die TSM-Map und ProMods und die Roos-Map, alles kostenfrei. Ihr habt doch komplett kostenfreie Simulatoren wie Loxim 3D. Auch im U-Bahn-Bereich gibt es ja noch ein Einheit an Freeware. Wie zum Beispiel die U5 Linie E von Martin Hoberg für MSDS Open Rails. Also, es ist einfach mal so viel, das ist schon auch mal da gewesen und das ist so ein bisschen Maßstab und manche Leute tun jetzt so, als ob sie das Genre neu erfunden haben. Da sage ich, nee, nicht. Ist nicht drin, das stimmt nicht so nicht, also ja, braucht man sich nicht so voraussetzen. Dann gibt es ja auch zum Beispiel außerhalb des Simulationsbereichs so viele gute Sachen, da gibt es zum Beispiel Sea-Fan-Missionen, also Sea 1 und 2. Da sind wirklich tolle Sachen bei. Wird der auch alle in der Freizeit erstellt. Dann gibt es ja auch ein komplett kostenfreies Spiel, The Dark Mod. Hatte ich ja mal angespielt. Okay, der Stream war jetzt ein bisschen anödend, ist ja egal. Ich wollte es einfach mal testen, mein Gott. Gebe ich ja selber zu, dass das jetzt nicht so der tolle Stream war. Egal, ich spiele da vielleicht auch eher für mich privat. Ja. Wie gesagt, das ist immer ein tolles Spiel, kann ich nur empfehlen. Ja, und mir ist mal so aufgefallen, also grundsätzlich die Leute, die eigentlich wirklich gute Inhalte abliefern, die müssen auch nicht so ein Bohai darum machen. Wir machen das alles in der Freizeit und so, ja. Gab es auch schon mal an anderer Stelle. Zum Beispiel hatte ich dann, es gibt ja auch schlechte Sea-Fan-Missionen zum Beispiel, da hatte ich dann auch, ja, gespielt, die war einfach furchtbar. So, habe ich dann auch meine Kritik daran geäußert, dass da eben vieles nicht gut im Lungen ist, dass es eben designmäßig daneben ist und so, irgendwelche Bugs gibt und sonst was. Ja. Ja, dann kam natürlich auch noch wieder Ausflüchte von dem Ersteller. Ich habe es sachlich geäußert, ja. Und ja, irgendwann dann ist es auch mal wieder gekippt. Dann fing er auch irgendwie an anderer Stelle mich zu attackieren. Ja. Irgendwie sich in Sachen einzumischen, die ihn ja nicht angehen. Ja. Also es gibt halt offensichtlich Leute, die können mit Kritik nicht umgehen. Weil ich meine auch, wenn gewisse Leute für jedes Mal, wenn sie betonen würden, ach, wir machen das in der Freizeit, einen Euro bekommen würden, ja, dann könnten sie sich wahrscheinlich ein Entwicklerteam anheuern, was das alles in 2 Wochen fertigstellen würde. Ja, warum muss man das denn ständig erzählen? No shit, Sherlock sagt. Ich meine, das liegt in der Natur der Sache. Freeware ist nun mal irgendwas, was man unentgeltlich macht, ja, in seiner Freizeit. In der Freezeit, deswegen heißt das vielleicht auch Freeware. Ja, um mal so ein Wortspiel zu bemühen. Da muss man das nicht ständig betonen. Das ist dann quasi ehrenamtlich. Meine andere, die Leute, die halt wirklich gute Arbeit liefern, die machen, das sind ganz bescheiden. Die releasen dann irgendwas, hauen dann eben ihre Missionen raus oder was. Und da wird auch nicht so ein Bohai drum gemacht. Aber andere Leute, die müssen halt dann irgendwie ständig dann die große Schnauze haben, groß rumtosen. Naja, was soll's. Lassen wir die Thematik erstmal. Ich wollte es nur, wie gesagt, sagen, also man muss nicht so tun, wenn man, ich meine, wie gesagt, ich sag mal, nicht alles, was, okay, um das mal zum Schluss zu bringen, nicht alles, was umsonst ist, also nicht alles, was kostenlos ist, ist auch wirklich unwiderstehlich. Viele Sachen sind kostenlos, aber manche Sachen sind doch umsonst.
Ich meine, was ist sozusagen die Gegenleistung für Freeware? Das ist dann halt quasi, denke ich mal, die positive Anerkennung von Leuten, die sich darüber freuen. Ja. Ich meine, wenn man Leuten irgendwie Freude bereitet, unentgeltlich, warum auch nicht, kann man ja machen. Ja. Kann ja auch was Positives sein. Ich sage immer, Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich denke mal, jeder, der ein bisschen Verstand hat, der weiß das auch richtig zu werten. Wo jetzt auch wirklich Aufwand hinter ist und was eigentlich nur Schaumschlägerei ist. Ja. So, dann werde ich die Aufnahme nochmal kurz pausieren. Ja, gleich wieder da. Diesmal werde ich die Kopfhörer nicht auf die Notbremsetaste legen. Ja, das passiert mir nicht noch ein zweites Mal. So, weiter jetzt. Werde aber vorsichtig mal speichern. Man weiß ja nie, dass wieder irgendwelche komischen Sachen passieren. Ja. Also, nochmal kurz, wie gesagt, 2020. Wie gesagt, wir denken mal, bei auf jedes Jahr trifft zu Höhen und Tiefen. Auch, also, ich persönlich habe an sich schon einige Verbesserungen auch gemacht. Ich habe auch Verbesserungen für mich gefunden. Für den Deutschen. Jedenfalls, wie gesagt, einige Sachen haben sich verbessert. Zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Da habe ich ja ein paar Sachen gemacht. Ja. Also, da werde ich auch dranbleiben am Ball auf jeden Fall. Habe auch einen geändert, einen umgestellt. Ja. Zum Beispiel, ich werde auch vielleicht mal Videos darüber machen, über bestimmte Themen. Ich will jetzt nicht unbedingt so ein Hilf-Guru-Kanal werden, aber. Ein paar Sachen kann man ja vielleicht mal ansprechen. Ich meine, es ist zum Beispiel so, es wird immer gerne so getan, dass ob jetzt irgendwelche sogenannten alternativen Sachen, ja, das ist dann alles Blödsinn, das sind Verschwörungstheorien oder irgendwas, was angeblich wissenschaftlich nicht haltbar ist. Ja. Hat man ja auch bei gewissen anderen Themen in den letzten zwei Jahren gesehen. Also, ja. Ich kann nur eins sagen, wenn man halt irgendwelche Informationen findet, wo behauptet wird, irgendwas ist ungesund und schädlich, dann kann man davon aussehen, dass das Gegenteil der Fall ist. Und auch wiederum im Umkehrschluss, wenn irgendwelche Sachen als was ganz Tolles angepriesen werden, dann kann man davon aussehen, dass dem nicht so ist, ja. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt an solche Sachen wie, naja, ihr wisst schon hier, Peaks, ja. Ich meine, allzu deutlich kann die Kerl nicht werden. Ich meine, wir sind ja nicht auf Twitter, wo er nun mittlerweile bei der Thematik auch relativ frei geredet werden kann, nicht wahr? Nachdem er Elon Musk das übernommen hat. Ja, ich meine, ob jetzt Elon Musk wirklich der große Held der Freiheit ist. Ich meine, jetzt ehrlich, im Finanzbereich, im Geldbereich, wo überhaupt so gibt es keine Helden. Er wird auch seine eigenen Interessen verfolgen. Ich rechne ihm positiv an, dass er auf jeden Fall trotzdem schon, denke ich mal, schon guten Willen zeigt, selbst wenn vielleicht auch irgendwelche andere Absichten dahinter stecken, ist ja egal. So oder so, auf Twitter kannst du jetzt auch zu der Thematik dich wieder relativ frei äußern, ohne dass da ständig irgendwelche Warnhinweise kommen oder halt gelöscht wird. Zu dieser einen Thematik, ihr wisst ja schon, das große C. Regen sich natürlich Leute darüber auf, aber gut, so ist es halt. Ich hab ja irgendwie auch so gesagt, so eher scherzhaft, aber an sich hätte ich nicht dagegen, wenn es auch ernst wäre. Ja, Elon, wenn er noch ein paar Millionen oder ein paar Milliarden ist, das ja überhast. Vielleicht wird doch YouTube mal verkauft. Die können auch mal einen neuen Eigentümer brauchen und einen neuen vernünftigen Chef. Ja. Also diese Frau, die da jetzt an der Spitze sitzt, die ist ja unmöglich. Ja. Aber okay, ich erzähl mal so ein bisschen, was ich jetzt gesundheitlich so alles gemacht habe. Selbst wenn manche Leute jetzt vielleicht für verrückte Zeug halten, aber ist es nicht. Zum Beispiel, ja, ich habe jetzt halt verschiedene alternative Heilungsmethoden ausprobiert für bestimmte Zipperlein, die mich geplagt haben. Die sind jetzt auch deutlich besser geworden. Grundsätzlich gilt natürlich, ja, man muss auch so einfach einen besseren Lebensstil finden in vielen Bereichen. Dann ist es doch nachhaltig, weil, ja, viele haben halt irgendwie die Einstellung, gut, ich nehme jetzt irgendwelche Mittel, egal ob jetzt nun von der Krankenkasse bezahlt oder aus eigener Tasche und dann wird alles gut und dann lebe ich so schluderig bis wie bisher und ja, dann irgendwann ist man wieder krank. Kann ich nur sagen, das funktioniert so nicht. Man muss halt auch einfach generell seine ungesunden Lebensweisen irgendwie
abstellen, ja, umstellen. Man muss halt einfach auf zu einem gesunden Lebensstil kommen. Ich habe da zum Beispiel so Sachen gemacht wie Bioresonanz und ja, auch verschiedene Mittel genommen. CBD zum Beispiel. Das hat einfach auch geholfen. Auch einfach mehr bewegen, mehr an eine frische Luft gehen, mehr irgendwie an eine Sonne gehen und so. Körperlich betätigen. Ist immer gut. Ja, ansonsten das Neueste, was ich jetzt hier habe. Wie gesagt, manche Leute haben es für Spinnerei. Es ist aber keine Spinnerei. Ich habe ja gemerkt, es wird jutet. Wasser reinigen. Ja, ich habe jetzt osmotisch gereinigtes Wasser hier. Das schmeckt besser und ist auch gesünder als das Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Destilliertes Wasser habe ich heute das erste Mal aufgesetzt. Da habe ich mir so einen Pott gekauft. Ja. Das ist eine ganz nette Sache. Also, ich sag mal so, ich bin wirklich der Meinung, das Trinkwasser, ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass man gleich dann umkippt, nur wenn man das trinkt, aber ich bin der Meinung, es ist halt, die Grenzwerte wurden immer so weiter runtergesetzt, dass auch das Trinkwasser nicht mehr wirklich toll ist. Ja, ich meine, da sind Medikamentenrückstände und sonst was drin und Klo rein ja und sowas alles. Ich trinke jetzt nur noch gefiltertes Wasser und mir tut's gut. Ich habe einfach schon gemerkt, ich mache das jetzt seit circa 2 Wochen, dass einfach auch ich mich dadurch deutlich besser fühle. Ja, werde ich auch mal, wie gesagt, mal Videos drüber machen, vielleicht drüber reden. Ja, ich meine, das ist einfach so. Generell auf Rauchen und sowas, also auf Rauchen sollte man generell verzichten. Ich kann es nicht oft genug sagen, ja. Rauchen ist einfach wirklich mit einer der schlimmsten Sachen, die ihr machen könnt. Das ist einfach nur quasi ein Tod auf Raten. Kann ich nur sagen, wenn euch was an eurem Leben liegt, hört auf, einfach auf damit, ja. Es ist auch nicht schön für die Menschen, die in eurem Umfeld sind. Jetzt ja nicht mal auch wegen dem Geruch oder so, aber auch, ja, ich meine, wenn ihr dann vielleicht doch irgendwann mal Familie habt oder was, dann ist es halt auch nicht schön, wenn er dann halt früher stirbt, als er eigentlich hätte sein müssen, ja, weil er halt in jungen Jahren geraucht hat. Ich saß euch im Muten, hört einfach auf damit, als ehrlich, ja. Wie gesagt, generell einfach um mehr bewegen, finde ich sowieso eine gute Sache. Also, ich meine, die meisten Menschen bewegen sich einfach viel zu wenig heutzutage. Ah. Gut, dann möchte ich die Gelegenheit auch nochmal nutzen, um jetzt ein paar Grüße rauszusenden an verschiedene Leute. Ja, kann man ja mal machen. Wenn ich jetzt schon mal hier am letzten Tag des Jahres ein Video aufnehme. Wie gesagt, ich möchte ein paar Leute grüßen, die sich halt auf meinem YouTube-Kanal eingebracht haben, auf die eine oder andere Art, als Zuschauer, irgendwie durch Content oder was auch immer und so weiter. Ja, mit denen ich halt in Kontakt bin, die vielleicht auch nicht zwangsläufig was mit YouTube zu tun haben, aber ja, wo ich gerne in Kontakt bleiben möchte und so, wo man sich halt auch versteht. Ja, also hier ein paar Shoutouts, so heißt es ja auf Englisch, ja, gehen jetzt mal raus. Also erstmal möchte ich gerne den Bahnfilme Fru grüßen, also Grüße nach Hessen gehen raus. Ja, hatte ihn ja dieses Jahr wieder getroffen. Sonst sind wir auch regelmäßig in Kontakt im Internet. Ja, war jedenfalls ein super Tag. Hoffe, es lässt sich nächstes Jahr auch wiederholen. Und ja, auch nochmal danke für die schicken Sachen. Ja, du weißt ja, was du meintest. Ja, ebenso Grüße raussehen an den 7 Alua P oder Paula 7 rückwärts, ja. Und nochmal danke für die ganze Unterstützung und so weiter in den letzten Jahren. Und auch für die angepassten Sachen hier für MSTS, Open Rates und andere Sachen und so, ja. Wahrscheinlich wird er sich auch wieder zwar beschweren, dass das Video angeblich zu leise ist, aber kann ich für mich persönlich nicht feststellen. Andere Leute haben sich auch nicht beschwert. ja, wen möchte ich noch grüßen? Den Waffenfreak44 grüße ich an der Stelle auch mal. Der hat ja nun dieses Jahr sein Comeback als Videofilmer, also als Bahnfilmer gefeiert. Da fand ich auch ganz gut anzusehen, die Videos. Weiters grüßen möchte ich den Berliner 1995 AKAST Guy Tecator. Ja.
der sich ja auch mittlerweile als Zuschauer bei Streams und so weiter einbringt, ja. Wo man sich auch mittlerweile gut versteht. Ja, bei Anfang ist ja erst noch ein paar Reibereien, aber ich sehe das mittlerweile sportlich. Ja. War halt ein Missverständnis. Ja. Ist ja mittlerweile, denk mal, alle Paletti. Und ja. Dann möchte ich auch noch den Luan grüßen. Ja, also Grüße nach Bayern ihn raus. Ja, mit dem bin ich auch weiter in Kontakt. Hat sich ja auch mal beteiligt als Zuschauer an den Videos. Den möchte ich noch grüßen. Ja, den Armin aus Hessen möchte ich auch grüßen. Ich weiß zwar nicht, ob er das Video hier sehen wird. Ich weiß, er hat viel zu tun. Aber hat halt auch einiges dazu beigetragen. Also auch danke nochmal für die schönen MSDS-Inhalte und so, die Verbesserung. Ja. Also das ist auch eine ganz tolle Leistung. Ja, wen noch? Auch wenn ich jetzt mal nicht davon ausgehe, dass ein Zuschauer auf meinem Kanal ist, aber ich finde halt trotzdem halt, das ist eine grandiose Leistung. Den Metro-Check, den YouTuber Metro-Check möchte ich grüßen, weil der halt so gute Videos raushaut immer. Ja, da erkenne ich mich auch so ein bisschen selber wieder zu meinen Reisezeiten, also ja, weil er ja nur mittlerweile noch ein größeres Portfolio hat als Icke. Ja. Das ist, wie gesagt, eine respektable Leistung, also ich finde es einfach einer der besten Bahnkanäle, der in den letzten Jahren neu dazugekommen ist. Also kickt euch lieber sowas an und nicht diesen ganzen dahin gestoppelten Mist, der auf YouTube teilweise einfach vorkommt. Ja. Auch grüßen möchte ich den Kai Bukowski, aka Kai's Retro Gaming. Ja. Ja, der hat ja nur auch ein Jahresendvideo gemacht da mit der Sektflasche in der S-Bahn. Das fand ich irgendwie ganz lustig, da jetzt steht die Sektflasche da vorne. Ja klar, die gibt auch überhaupt nicht um und das Glas natürlich auch nicht, ja. Und ich meine, während des Fahrens trinken, also, ja. Aber ich sag, ich fand das ganz lustig. Ja, hast mich ja nun recht zugeschüttet mit den ganzen Repaints und Strecken und so. Wie gesagt, ich sage nicht, dass das was Schlechtes ist, im Gegenteil, aber wie gesagt, ich kick mir das halt mal an. Liegst mir ja schon die ganze Zeit auf der Ketten hier. Ich sage da mal irgendwie da diese tschechischen Strecken spielen und sowas alles. Werde ich auch machen. Wie gesagt, keine Sorge, kommt alles. Ja, alle zu seiner Zeit. Ich habe jetzt ja, wie gesagt, auch Content, Inhalte für die nächste Zeit. Mehr als genug, ja. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch einen alten Hobbyfreund, Brieffreund grüßen. Der ist zwar auf YouTube nicht irgendwie aktiv involviert, aber aus dem Mächtigen gerne positiv hervorheben. Ja, und zwar den Peter aus Leipzig. Den habe ich jetzt auch schon, bin ich auch schon jetzt in Kontakt über 10 Jahre, also seit 2010, also 13 Jahre ist das nächste Jahr. Ja, ab und zu trifft man sich ja auch mal. Wie gesagt, Hobby, Bekanntschaft. War ja mal ursprünglich Straßenbahnfahrer, lange Jahre. Und ist dann aber auch auf sehr fragwürdige Art und Weise aus seinem Betrieb entfernt worden. Ja. Nasenpolitik in Deutschland, sage ich nur, willkommen in der Bundesrepublik. Ja. Alles sehr fragwürdig. Ja. Aber gut, so ist es halt. Wie gesagt, ich werde ja auch nochmal darüber reden, warum eigentlich die Verkehrslandschaft in Deutschland ziemlich scheiße ist. Ja. Die ganzen Unternehmen und so. Ja. Jetzt macht er was anderes bis zur Rente. In diesen ein paar Jahren wird es wahrscheinlich noch reichen. Einfach da einen Job machen, der jetzt nicht wirklich anspruchsvoll ist, aber okay. Ja. Ah, ist ohne Person, die kein Blatt vor den Mund nimmt, so wie Ecke. Ja. Ist natürlich auch bei vielen Leuten schon mal angeeckt und so. Man versteht sich auch nicht nur auf Hobby-Ebene ganz gut, sondern auch auf anderen, also in anderen Belangen und so. Ja. Geist der Austausch ist immer ganz gut. Ja. Er hat eigentlich auch viele gelernt. Ich meine, viele Teile, die ich mir schon denken können, aber er hat es nochmal bestätigt. Also, was halt so viele Bereiche im Nahverkehr, Bahnbereich und so weiter alles angeht, diese ganzen Unternehmen und so. Ja, kann man einfach wirklich nur in der Tonne kloppen, unterm Strich. Ja. Also, vielleicht sieht man sie auch mal wieder, wenn ich mal wieder rumfahre. Joa. Das wären jetzt erstmal, wie gesagt, die Grüße an die Leute, die ich jetzt ausrichten wollte. Sollte jetzt irgendjemand der Meinung sein, aber ich bin doch auch ein Zuschauer. Oh ja, aber ich habe doch auch mal irgendwie mitgeschattet oder so. Ja, sag ich nur, ja. Gut.
wenn ich dich jetzt übersehen habe oder wenn du in der Meinung bist, ich hätte dich übersehen, bring dich einfach mehr ein, ja. Mach dich einfach bekannter. Nicht einfach nur deswegen, weil du jetzt in irgendeinem Video erwähnt werden möchtest, aber okay, wenn es dich halt wirklich ernsthaft interessiert, klar, kannst du gerne machen. Ich sag's ja immer wieder, ich freue mich jedes Mal über auch für vernünftige Kommentare unter meinen Videos, auch an vernünftiger Beteiligung im Chat beim Stream, ja. Und so was alles, ja. Auch mein Discord-Server, der ist ja noch relativ klein, könnte auch gerne eintreten. Also ich hatte ihn ja schon mal beworben auf meinen Kanälen. Bisher sind es gerade mal zu dem aktuellen Zeitpunkt 16 Mitglieder, 17, weil ich ja nur 2 Accounts habe. Ja. Ist noch nicht allzu viel. Ja. Ich sag, wenn ihr euch austauschen wollt zu den Kanälen, zu Inhalten und so weiter, alle Thematiken und alles, könnt ihr gerne vorbeikommen. Ja. Ein paar Leute sind ja auch irgendwie schon, nachdem sie beitreten, sind sofort wieder abbauen. Oder andere Leute waren dann 2-3 Tage drauf, sind dann irgendwie ausgetreten, haben sich nie beteiligt. Naja, muss ja nicht sein, wie gesagt. Ich zwinge ja niemanden dazu, da unbedingt zu bleiben. Ja. Ja. Ansonsten will ich natürlich auch loswerden. Also, alle Leute, die mich schon auch letztes Jahr getrost kreuzweise konnten, könnt ihr auch gerne im nächsten Jahr wieder. Ja. Sind ja nur dieses Jahr auch ein paar Leute dazugekommen. Ja, ist das halt immer wieder mal. Ja. Wie gesagt, ich werde mich für nichts und niemanden verbiegen. Ich werde niemanden nach dem Mund reden. Ich werde nichts schönreden von irgendjemandem. Ich werde niemanden sein Ego polieren. Nur weil der Meinung ist, jetzt ist irgendwie der große Macker oder was. Ja. Wenn ich der Meinung bin, irgendwas ist nicht gut, irgendwas ist ein Missstand, irgendwas ist schlecht, dann sage ich das doch offen. Und wenn es irgendwelchen Leuten nicht passt, ist mir das wirklich scheißegal, ja. Ja, ne, irgendwann ist auch einfach ein Punkt überschritten, wo ich auch die Schnauze voll habe von dieser ganzen schönen Rederei und das alles. Ja. Nichts, was ich brauche. Was er im Schluss endlich überhaupt nicht weiterbringt. Ja. Jetzt haben wir noch 9 Kilometer vor uns. Sind wir ja schon seit einer Weile im Bereich der Hamburger S-Bahn. Mit ihrer komischen Stromschiene. Ja. Die hat ja ein bisschen andere Stromschiene als die Berliner S-Bahn. Ist ja auch eine höhere Spannung, also ist das nicht kompatibel. Ist ja, wie gesagt, es gibt ja nur 2 S-Bahnen in Deutschland, die Stromschiene verwenden. Wie gesagt, ich hoffe einfach, 2023 wird trotz allem, trotz der Weltlage und so, die angespanntesten Jutet, ja. Ja, ich meine, ich will jetzt nicht zu sehr ausführen, da gibt es ja noch immer noch gewisse aktuelle Ereignisse und so, ja. Auch so ein Thema. Ich meine, einerseits will ich es jetzt nicht zwangsläufig ausführen, andererseits ja, oh, ist natürlich auch wie ein Thema, wo massiv zensiert wird. Ja. Ich meine, das weiß ja, denke mal, jeder, was du meint. Es gibt ja einen gewissen Konflikt da in einer bestimmten Region. Ja. Ich sage überhaupt nicht, dass das was Schönes ist. Das lege ich mir völlig fern. Ja. Ich meine, es ist für alle Beteiligten scheiße. Ja. Es sind halt irgendwelche Machtspiele. Ich bin trotzdem der Meinung, da dieser Ene, ich nenne ihn jetzt mal den Clown, also, ja, das ist dann quasi der Böse, auch wenn er natürlich jetzt als der Jute dargestellt wird. Ja, ich meine, nur weil sie diesen Kasper-Kopf jetzt hier immer schön mit seinem hässlichen Bart und einem grünen Pullover da hinstellen, heißt das dann nicht, dass er jetzt irgendwie volksnah ist oder ein Held, ja. Ich meine, volksnah zu sein, müsste man ja auch zum gleichen Volk gehören. Ja. Also, war ich auch der Meinung, das ist eigentlich nur eine Marionette. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass dann auch wirklich wieder Frieden einkehrt. Und das alles. Ich meine, zu dem Thema, ihr habt das eh kein Schwarz-Weiß. Weil ja nur manche Leute glauben, sie müssen auch Virtual Signaling betreiben und ja, wir müssen jetzt unbedingt da irgendeine Fahne aus dem Fenster hängen, so ein Scheiß alles, da. Ja. Finde ich einfach nur lächerlich. Was bringt das überhaupt nicht? Ja. Ja.
Ich meine, unmittelbar betroffen ist man ja in manchen Belangen schon davon. Und ja, ich hoffe einfach, dass sich das gibt. Ich bin einfach der Meinung, es gibt einfach einen Haufen Fehlentscheidungen. Ich meine, man kann auch einfach sagen, wir werden von Idioten regiert, die irgendwelche fragwürdigen Sachen entscheiden über unsere Köpfe hinweg, die ja nicht in unserem Interesse sind, weil sie einfach mal ihre eigenen Interessen verfolgen, weil sie einfach auch andere Auftraggeber haben. Ja. Meine, man wehrt sich jetzt schon quasi an allen Ecken und Enden dagegen, gegen sowas. Also, ja, und dann werden natürlich wieder die üblichen Kampfbegriffe verwendet und so. Ist mir scheiße, ja. Ich will sowieso nicht die Anerkennung von diesen Leuten. Ja. Man sollte ohne Unüberlegte tun, keine Frage, aber ja. Trotzdem, wie gesagt, meine negative Einstellung dazu ist so berechtigt. Ich kenne auch nur Leute, wie gesagt, die das auch so sehen, die auch das alles kritisch sehen und so. Ja, zum Glück kann ich doch sagen, na, Familie, Freunde und so sehen das auch alles so. Wie gesagt, wenn ich da anecke bei irgendwelchen Normalos, egal in was für einer Hinsicht, ist mir jetzt wirklich kacke, ja. Ich brauche so eine Leute nicht in meinem Leben, ja. Ich entscheide selber, wer in meinem Leben einen Platz hat und wer nicht. So. Wenn jemand mit meiner Meinung nicht klarkommt, gut, ist das halt so. Ja. Ansonsten hoffe ich ja auch mal, dass ihr wisst schon auch, ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass jetzt auch endlich mal das ganze Affentheater um Rotzlappen und sowas, alle gewisse Erkältungskrankheiten, Hachi, ja, dass das auch mal endlich verschwindet. Ich meine, ein paar Bundesländer haben ja schon mal Anfang gemacht. Ja. Ich hoffe, dass der ganze Quatsch dann auch endlich mal verschwindet von der Bildfläche. Ich bin weiter in der Meinung, das alles war eine gewisse Agenda. Ja, ups, jetzt auch hier so schön hinter der Schallschutzwand, ja, wunderschön. Jetzt, glaube ich, sind wir im Bereich Berliner Tor hier, ja, gut, ohne Veränderung. Meine, ihr seht es schon bald am Hauptbahnhof. Ich war jetzt sowieso ein bisschen gemütlicher, weil wir sind ja jetzt gut in der Zeit. Ich meine, ich bin ja auch ein Stück schneller erfahren, als ich es eigentlich hätte dürfen, aber ist ja egal. Ich meine, ist ja eh ohne Fantasie auf Jahre. Es gibt ja auch keinen KI-Verkehr hier und alles. Ja. Ja. Also ich wünsche dann allen Leuten, vernünftige Leute, ja, ich erwähnt habe und so weiter, meinen Zuschauern und so weiter, wünsche ich auch ein tolles Jahr 2023, ja, und viel Erfolg bei irgendwelchen Zukunftsplänen und so weiter. Ja. Lasst euch nicht unterkriegen, lasst es euch gut gehen, ja. Das ist hier Berliner Tor. Ja, ich glaube, das hier ist Berliner Tor. Ja, gut. Gut, ich meine, so viel Wiedererkennungswert. Ja, ich glaube, da steht es hier. Warte mal. Ich mal kurz hier. So. Ja, Berliner Tor. Ja. Ich bin einfach mal aus dem Führerstand rausgesprungen. Ja. Ich werde sehen, wie viele Gameplay-Sachen ich veröffentlichen werde im nächsten Jahr. Ich habe schon einen vor, wie gesagt. Es muss halt immer alles stimmen. Von der Laune her, von der Zeit her und so. Gibt auch, wie gesagt, mal Phasen, wo ich halt nicht so Bock drauf hatte. Ich hatte jetzt, wie gesagt, jetzt mir über einen Monat Zeit erlassen, um mir was Neues draus zu hauen und so. Ja. Wie gesagt, es gibt ja auch andere Dinge im Leben, andere schöne Sachen außerhalb von YouTube. Da muss ich jetzt nicht unbedingt auf Krampf auf YouTube ja alles setzen, also alles auf YouTube setzen und so. Ja. Wie gesagt, wenn ich mit meinen Inhalten im Internet die Leute erfreuen kann,
Dann erfreut es wiederum mich, ja, wenn den Leuten das gefällt und so. Ich habe ja auch positive Rückmeldungen bekommen, dass die Leute sagen, ja, die Videos sind toll und so. Also, ja. Auch, dass sie da mit teilweise auch verwachsen sind, zum Beispiel auf meinem Hauptkanal mit den Videos. Ja, das sind auch immer wieder Sachen, da sei ganz ehrlich, das freut mich auch mal wieder, wenn ich das lese, ja. Deswegen mache ich auch weiter. Ich meine, selbst wenn jetzt auch mittlerweile die Aufrufzahlen nicht mehr so wirklich rosig sind, also, naja, was soll's, davon lasse ich mich nicht beirren. Ich mache einfach mein Ding. Ja. So, dann sind wir ja nun gleich angekommen hier mit dieser komischen Fuhre im Hamburg Hauptbahnhof. Sonst ist ja eigentlich nicht so wenig los, aber gut, in der Aufgabe gibt es halt nicht allzu viel KI-Traffic. So, ich glaube eigentlich nur diesen Ehenzug, den wir jetzt sowieso schon eine ganze Weile hinter uns gelassen haben. Ja. Ansonsten ist ja wirklich Tag und Nacht immer was los in Hamburg Hauptbahnhof. Also klar, ist ja auch einer der Knotenpunkte in der Region oder in der Stadt natürlich. So, langsam die Bremsen hier. Meine Eisenlinien hier. So, wir sind angekommen. Ja, jetzt haben wir 9 Minuten Zeit. Ich werde das wahrscheinlich sowieso gleich überbrücken. Ich meine, warum soll ich jetzt in der Zeit warten? Ich kann ja mal gucken, ob der Zug, der andere Zug vielleicht doch nicht hinterher, doch ein Stück vielleicht noch hinterherkommen ist. Mal gucken. Ich speichere mal. Ging zwar jetzt eigentlich nicht allzu viel, aber gut. Ja, oh yeah, freie Kamera. Warte mal, das war ja Taste F7, Zuglabel sichtbar, ja. Mal gucken. Ja, das sieht doch eigentlich auch alles ganz schick aus hier. Weil gut, das meiste ist halt nur zur Kulisse im Hintergrund, aber trotzdem. Ich spiele die Pro-Trainer und uns immer noch ganz gerne. Ja, wie gesagt, diese ganzen neuen Sachen reizen mich nicht wirklich. Aber viel zu teuer. Programme fällt mir auch nicht wirklich, wie gesagt, da nun der Dovetail Train Simulator, oder wie heißt der jetzt? Train Simulator Classic. Ja, ich meine, nur weil man halt das Wort Train Simulator natürlich nicht patentieren kann, heißt es ja noch lange nicht, dass das was Jutet ist. Ja. Klar wollen sie natürlich die Assoziation zum MSCS schaffen. Meine MSCS-Inhalte sind zwar mittlerweile wirklich nur was für Leute, die sich damit auskennen, ja. Nicht für die ganzen Noobs, die bei Steam dann irgendwie 3-4 Klicks machen und dann wird alles installiert. Ich meine, dafür wird man auch wirklich mit guten Inhalten belohnt. Ich meine, ich finde ja zum Beispiel die German Railroads Add-ons, die können sich ja bis heute einfach wirklich sehen lassen, ja. Das ist wirklich so toll gestaltet und alles, also so viel Detail, Verliebtheit, das hast du halt nicht mehr, ja. Vor allem hat man ja auch wirklich eine ganze Menge Epochen abgedeckt. Das heißt ja mal Epochen bei der Eisenbahn, ja. Und heutzutage, was ich einfach wirklich vermisse bei den ganzen neuen Sachen, ist, dass auch mal die älteren Epochen abgedeckt werden. Ich meine, kann mir jetzt keiner erzählen, dass jetzt auch jüngere Leute sich nicht dafür interessieren würden. Ich meine, mal jetzt ehrlich, irgendwelche Leute, da fährt jetzt irgendwie ein Halberstädter Mitteleinstiegswagen oder ein Silberling oder was. Oder irgendeine 218, was da alle zu den ganzen alten Sachen, ja. Die fahren da alle irgendwie da bei irgendwelchen Zusatzverkehren und sowas alle, da rennen sie alle mit ihren Kameras hin und ja, aber irgendwie für einen Simulator-Kurven würden sie da nicht, das kann mir keiner erzählen, ganz ehrlich. Ja, da könnte man schon auch, denke ich mal, jetzt auch im Markt. Ja. So, wie ich das sehe. Ja, okay. Ein kurzes Stück fliege ich hier noch lang, aber dann schätze ich mal, ja, haben wir diesen komischen KI-Zug schon wirklich lange hinter uns gelassen. Also,
Meine, sonst würde man rotes Label aufpoppen sehen. Wie gesagt, das ist jetzt sozusagen mein finales Video hier, also mein Schlusswort zum Jahr 2022. Ich sage es gerne nochmal. Also, wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes, tolles neues Jahr 2023. Ja. Kommt gut durch den Winter. Kommen ja auch wieder schönere Jahreszeiten. Also, ja. So, ja, wie es aussieht, ist hier nichts weiter. Also, nur mal diese komischen Hunde hier. Ja. Nee, also, wahrscheinlich ist der Zug auch irgendwo in Brandenburg oder was. Ja. Ups. Es ist wieder mal die ganzen Inhalte ja nicht geladen worden. Okay, aus dem Speicher verschwunden. Ja. Oh, da ist er wieder, der Hauptbahnhof. Mal das ja mal ausblenden hier. So, dann müsste jetzt genau, warte mal. Oh yeah, eine Flasche Sekt. Oh, geil, ja, Prosit, Prosit neuer. Hat geklappt, ja. Ja, ich hab jetzt, hatte irgendwie mich mal versucht, da das irgendwie in den Führerstand einzufügen, so wie der Kai das gemacht hat, ja. Aber hat nicht ganz geklappt. Aber zumindest mit der Tastenkombi klappt das bei OS. Ja. So Flasche Sekt, ja, alle Prost, sauf, sauf und so. Ja. Ja. Oh ja, die Flasche Sekt, die schwebt hier im Wagen oder aus dem Fenster raus. Ja, hey, Prost. Ja. Oder ja, diese wunderbar ausdetaillierte Küche im Speisewagen. Ja. Diese Texturen, die irgendwie aussehen wie aus dem Jahr 1991. Oh ja. Oh. Ja. Oh ja. So. Gut, wollen wir den Spaß mal ausblenden hier. So. Dann werde ich jetzt mal vorspulen hier. Wie war das nochmal mit dem Vorspulen? Eigentlich. Warte mal. Eigentlich wollte ich jetzt davor spulen. Keine Ahnung. Ja, gut, dann warten wir die 3 Minuten jetzt einfach noch ab hier. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht funktionieren wird, das Vorspulen. Aber gut. Gut, wie gesagt, dann auch nochmal, also zum dritten Mal oder so. Wie gesagt, schöne Neujahrsgrüße. Feiert tüchtig. Übertreibt es nicht. Achtet auf euch. Also, wie gesagt, nichts Gefährliches machen oder so. Ja. Wenn ihr unterwegs seid, kommt gut nach Hause und so. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr auch wieder. Egal in welcher Form. Ja. Und ja. Ansonsten bedanke ich mich, wie gesagt, für Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich über einen vernünftigen Kommentar freuen. Könnt ihr gerne schreiben. Ja. Ihr sagt, kommt in meinen Discord-Server zum Diskutieren. Ich werde das auch in der Beschreibung verlinken und so. Ja. Wenn ihr euch was Gutes tun wollt, wie gesagt, dann besorgt euch die MSTS-Inhalte. Die können sich ja immer noch sehen lassen, auch nach, wie gesagt, nach den vielen Jahren und so. Also, ich ziehe das immer noch jederzeit diesen ganzen neuen Sachen vor. Ja.
Ich meine, mit Open Rails habt ihr ja auch wirklich die Möglichkeit, das unter Windows 10 zu spielen, selbst wenn manche Add-ons ein bisschen Anpassung brauchen. Also die German Railroads Add-ons, aber ja. Da muss man jetzt ein bisschen in den Signaldateien so ein bisschen was ändern. Ist eigentlich auch nicht so ein Hexenwerk, Heiko schon mal gemacht. So, guckt euch auch die tollen Freeware-Sachen an, wie die Rübelandbahn, Wupex, Arzer Schmalspurbahn. Ja. Ich habe ja meine Spezialversion von den ganzen Sachen hier. Ja. So, also ein paar Sekunden noch. Und dann ist die Aufgabe beendet. Auch wenn sie ja nicht wirklich anspruchsvoll ist. Weil einfach von A nach B fahren. Ja. Aber okay, wollen wir nicht. So. Was ist jetzt hier? Ein Debrief. Ich wollte kein Debrief, weg damit. Sie haben die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. Sehr schön. Ja, gut. Also dann jetzt aber endgültig. Ciao, ciao. Man sieht sich dann, hört sich dann, liest sich dann im nächsten Jahr. Euer Udo Cravallo. Haut drin und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.